Hallo. Hallo, ich bin der Leo. Ich bin der Elias. Und wir zwei zeigen euch heute mal, wie ihr den Step-by-Step-Schulranzen Touch 2 richtig einstellt und worauf man achten muss, damit ein Schulranzen optimal sitzt. Als erstes öffnen wir den Brustgurt, lockern die Schultergurte und die Lageverstellriemen. So, nun ziehen wir den Schulranzen an. Am besten hält man den Ranzen mit einer Hand und fixiert nacheinander die Schultergurte. Als nächstes schließen wir den Brustgurt. Elias, mach mal bitte zu. Und positionieren diesen so, dass er bequem sitzt. Der Brustgurt sorgt dafür, dass der Ranzen mittig auf dem Rücken zentriert wird. Außerdem verhindert er, dass die Schultergurte von den Schultern rutschen. Nun ziehen wir die Lageverstellriemen an. Diese sorgen für eine körpernahe Positionierung des Gewichts. Eine Hebelwirkung nach hinten wird dadurch vermieden. Nun überprüfen wir die Passform. Der Schulranzen sollte schulterhoch abschließen, damit der wichtige Schulterblick im Straßenverkehr möglich ist. Außerdem sollte der Schulranzen nicht breiter sein als die Schulter und über die komplette Rückenlänge bündig anliegen. Enden sollte der Schulranzen kurz überhalb des Pos. Als Zubehörartikel gibt es für jeden Touch 2 einen Hüftgurt. Den Hüftgurt befestigt man einfach an den Ösen am Schulranzen, zieht die Gurte stramm. Der Hüftgurt unterstützt das Tragen des Schulranzens und fixiert den Ranzen auf der Hüfte bzw. auf dem Becken. So, Elias, das war's soweit. Wie fühlt sich dein Ranzen an? Sitzt der gut? Ja, sitzt gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Ranzen in der Schule und euch viel Spaß beim Einstellen eures Touch 2.